Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer tollen Serie Mittelklasse mit ordentlich Dampf. Das heißt, wir haben uns schon eine Giulia vorgestern angeschaut. Heute geht es um den 2022er BMW M3 Competition und wir klären mal, was es außer dieser Niere noch so zu erleben gibt. Über diese Niere haben alle diskutiert, seit 2020 der M3 rausgekommen ist. Und wir schauen heute mal, was kann er denn so von der Optik, vom Innenraum, der Technik, fahren eine Runde. Und am Ende gibt es auch einen Score. Und danach gibt es dann auch noch den Vergleichstest Alpha gegen BMW, mehr erzielt, mehr Punkte. Und das ist halt wirklich der Platzhirsch. Das heißt, egal ob es jetzt ein E30, E36, E46 und so weiter ist, M3 ist immer der Maßstab gewesen, an dem sich alle richten müssen. Und er ist bei allen beliebt gewesen. Und dann kam irgendjemand auf die Idee zu sagen, hey, dieser Nierenbereich hier vom Dreier, der reicht mir nicht. Ich will mehr. Ich will, dass sie komplett durchgezogen ist. Der Nächste sagt dann wieder, ja, damals BMW 328 und Co. Vor allem, das liegt ja an einem Eisenacher wie mir am Herzen, hat man sowas doch auch gehabt. Es ist auf jeden Fall sehr polarisierend gewesen. Es macht natürlich insofern Sinn, dass die ganze Front ein bisschen weiter nach vorne gezogen ist. Man auch hier halt diese, ich nenne es jetzt mal Einkerbung, hat das Ganze ist wirklich sehr, ja, prägnant. Und bei dem Auto kommt noch dazu, wir haben auch hier Luftführungen und Co. mit dem Carbon. Das heißt, wir haben ein 4.700 € Carbon-Exterieurpaket. Das hilft ihm hier schon ein bisschen. Und ja, die Konfiguration, die wir hier haben, ist schwarz mit schwarz mit schwarz. Das heißt, auch die Leuchten sind normalerweise ein bisschen heller, aber wir haben hier die M-Shadowline-Leuchten. Da mag es also jemand wirklich dunkel, inklusive dem M3-Logo. Ja, aber da, ich weiß nicht, Tim, wie ist eigentlich inzwischen deine Meinung zu den Nieren? Die Nieren finde ich echt gut. Also dadurch, dass es an der Motorhaube so diese Form aufgegriffen wird, das ist schon fett. Also sie sind wirklich in den Augen gewachsen. Ich hatte am Anfang auch wirklich große Probleme damit. Inzwischen bin ich so, dass ich sage, ach, ist doch ganz schön, er sieht nicht aus wie der Dreier, der eh schon in der Einfahrt steht. Wenn ihr mal etwas braucht, um mit allen Freunden zu diskutieren, ist die Niere nämlich genau perfekt. Und wir haben das ganze Car Ranger Team zusammen, um zu diskutieren. Jan, die Niere. Gewöhnungsbedürftig. Angie. Nicht ganz bis zum Schluss gedacht. Claudio. Finde ich von Anfang an geil. Daniel, finde ich geil, ich muss rumrollen. Was? Rumrollen? Ja, klar. Er muss rumrollen, super. Also, wo diskutiert man weiter mit solchen Themen? Richtig, bei My Hood. Also, schaut mal bei unserem Club rein. Da wird sich früher oder später auch da einige M3s, M4s verirren. Und dann kann man mal drüber diskutieren, fair und ehrlich, wie man das so findet. Ob ich es jetzt besser finde, na, da brauche ich wahrscheinlich noch so eine Sekunde dafür, da mal nachzudenken. Wobei ich auch sagen muss, hier, dadurch, dass ich die Lamellen im Schwarz habe und das Auto auch noch schwarz ist, geht das Ganze schon so ein bisschen unter und ist wirklich sehr unauffällig. Und ja, wie gesagt, alles schwarz bedeutet wirklich alles schwarz. Das heißt, man hat hier auch die schwarzen Felgen. Und da sehen wir schon, das ist das Optionsschmiederad vorne 19 mit 275ern wohlgemerkt, hinten 20er 285. Und ja, BMW ist so großzügig und hat uns nicht nur eine sehr schwarze Variante, sondern eine sportliche Variante gegeben. Danke dafür. Das heißt, wir haben hier das M-Track-Pack mit dabei. Bedeutet, für diese 14.000 € bekommt man Carbon-Keramikbremsen, man bekommt die Schmiederäder mit dazu, man bekommt ein Head-Up-Display mit dazu und vor allem auch Carbon-Schalensitze und natürlich das Drivers-Package, um mehr Höchstgeschwindigkeit zu haben. Aber in dem Fall hat man mit den schwarzen Felgen alles hier in schwarz gehalten. Wer noch ein bisschen mehr Carbon haben wollen würde, dann würde ich sagen, kann man hier das Ganze gut investieren. Denn man hat hier sehr viel schwarz gehalten, nochmal mit dem M3 Competition Logo. Ne? Warum? Also an der Stelle könnte man dann nachträglich noch ein bisschen Hand anlegen. Typisch für ein M-Modell von BMW, dieser Flap hier mit am Spiegel, den haben wir natürlich auch, wobei der Spiegel an sich relativ massig ist.
und auch das Auto an sich. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir ein Carbondach haben, was die Masse natürlich nach unten bringt, sondern auch die Größe. Eine Giulia, 4,64 Meter Auto. Ein normaler Dreier sind wir so bei 4,70, 4,71. Ein G80, also das M-Modell, 4,79 Meter. Das ist so lange wie ein E39M. Ja, warum? Wir haben vorne das Ganze noch ein bisschen länger gezogen und man hat auch hier hinten noch diese Kante vom Heck. Das heißt, das Auto ist insgesamt einen Tick länger und mit 1,90 auch ziemlich breit. Der Spoiler hier gehört wieder zum Carbon-Paket, was wir mit dabei haben, genauso wie der Diffusor. Und jetzt könnte man sich noch eine Performance-Abgasanlage bestellen, damit man eine andere Anordnung, die Tim jetzt einblendet für euch, der Intro-Rad hat. Wobei ich muss sagen, der steht schon so sehr, 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 sehr fett da. Und Tim, es tut mir leid, weil ich weiß, du musstest dich gerade am Alpha vorbeizwingen. Interessanteste Stelle da, und wir haben hier extra Salz für euch streuen lassen, damit man es besser erkennen kann, ist genau diese Kante. Warum? Man hat quasi den normalen Dreier und dann baut das Ganze hier auf und hat man quasi einen rechten Winkel reingezimmert, einfach um zu zeigen, hey, wir brauchen hinten ja den breiteren Radlauf, wobei selbst der nicht reicht, um das Rad völlig abzudecken. Genau, dann gucken wir mal zum Kofferraum. Der ist natürlich vollgemüllt, so wie wir es gerne machen. Das sind auf jeden Fall 480 Liter, die hinten reinpassen. Normale Dreier-Limousine. Ich kann hier auch einfach ziehen, um die Rückbank umzulegen. Da gibt es jetzt gar keine sonderlichen Überraschungen, nichts Besonderes. Außer, dass wir sehen, dass wir natürlich auch getönte Scheiben haben. Denn Black is beautiful und das hat man hier durchgezogen. Im Innenraum haben wir zum Glück etwas, das nicht rein schwarz ist. Und von daher begleitet mich mal in mein kunterbuntes Häuschen. Nicht nur M3 steht auf der Einstiegsleiste, sondern sogar Competition. Und ich bin erst mal drin. Diese Sitze sind für mich mit das Geilste am ganzen Auto. Die sehen super aus, die fühlen sich super an. Die Farbe ist so speziell, wie ich es bin. Ich habe diese Durchgriffsfunktion an der Seite. Ich kann mich so in meinem Sitz festhalten. Ich kann aber auch hier hinten einfach einmal mit meiner Hand durch. Hallo! Fassen. Also was geht. Nur das Rein- und Rauskommen ist sportlich. Also ich glaube, für alle unter 30, die sagen, ja, das ist ganz okay. Alle unter 40 sagen, boah, kriege ich hin. Alle über 40 sagen, oh, warum habe ich das mit Bestellen da drauf geklickt? Nein. Also wunderschöne Carbon-Scheinsitze auch mit dem Carbon hier zwischen den Beinen. Das ist wirklich gut. Und man sitzt einfach, ja, fabulös. Jetzt habe ich mich sehr lange mit den Sitzen beschäftigt. Es gibt auch noch so viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel auch das Carbon am Lenkrad. Das heißt, das Lenkrad kenne ich an sich aus meinem Dreier. Da habe ich allerdings ein bisschen mehr Silber und kein Carbon. Ach du je. Ich habe hier ein bisschen mehr Funktionen, weil das Auto wenig Assistenzsystem hat. Man hat diese M-Tasten, die ich wirklich schick ficke. Schick ficke. Schick finde. Mhm, so ist das also. Und diese Schaltwippen. Bei den Schaltwippen, die sind deutlich größer. Das finde ich gut. Das heißt, auch wenn man so mal seine Hand hier unten hat, kommt man da ganz gut ran. Aber das sieht ja aus wie mit der billigsten Carbonfolie bezogen. Also ganz im Ernst. Da hätte man... also das Auto, was neben uns steht, hat zum Beispiel feste Schaltwippen, die ein metallisches Geräusch machen, wenn ich so mache. Und das ist halt so gummiert Plastik. Das ist auch interessant, die lenken mit. Und hier habe ich Vertiefungen, hier habe ich Erhöhungen hinten drauf. Dass, wenn ich schnell lenke, ich theoretisch mit meinen Fingern auch erspüren kann, was ist Plus, was ist Minus. Das heißt, hier habe ich einen Negativanteil, hier habe ich einen Positivanteil. Da sind die feststehenden aus meiner Sicht vielleicht so ein bisschen die bessere Option. Aber das ist jetzt Geschmackssache, ebenso wie die Farben hier. Grundsätzlich Dreier BMW, ich finde es super. Ich habe das Ganze so zum Fahrer eingedreht, habe dieses super klare Klimabedienteil, das mir wirklich keine Fragen aufwirft. Habe, wenn ich die Klappe hier geschlossen habe, das Ganze sehr, sehr clean. Habe diesen Bereich, um Multimedia und Navi zu bedienen, sehr clean. Habe halt beim M ein bisschen hier einen anderen Wählhebel für die Automatik. Ganz interessant, dass man auch man geht auf drei Nähte, um die M-Farben aufzugreifen. Also hast du bei dir auch auf der Seite, hast du drei Nähte, um die M-Farben aufzugreifen. Nähte sind normalerweise, um so wie hier zum Beispiel, Dinge zu verbinden. Das braucht man nicht, das ist ja reine Dekoration. Einen roten Start-Stopp-Knopf, M3 Competition steht nochmal drauf und Carbon hier überall. Das Carbon ist zusammen mit den Schalensitzen in dem M-Race Track Pack mit drin. Und ja, also da fühlt man sich auf jeden Fall wohl, allein schon bei den Sitzen. Vor allem hat man halt ja dieses M3-spezifische Kombi-Instrument. Das heißt, wenn wir dem Auto auch mal so ein kleines bisschen Zündung geben,
Hast du den Schlüssel nicht? Na klar habe ich den Schlüssel. Der Schlüssel ist hier immer am Start. Dann machen wir es halt auf die harte Tour. Das heißt, ich sehe, dass meine volle Antriebsleistung in Kürze verfügbar ist. Ich sehe, dass wir super wenig Drehzahl geben dürfen jetzt gerade. Das heißt, das wird in den nächsten paar Sekunden hier schon deutlich mehr werden. Ich kann aber auch sagen, nein, ich möchte den richtigen Sportmodus. Und dann wird die Darstellung so. Und warum hören wir eigentlich REM? Fragen über Fragen. Und man sieht halt auch nochmal zum Beispiel die Temperatur der Reifen und den Luftdruck. Temperatur der Reifen sagt gerade, fahr bitte sehr vorsichtig an. Aber die Darstellungsmöglichkeiten hier sind schon ganz gut. Und vor allem, wenn ich in diesem Modus bin, kriege ich im Head-Up-Display auch noch ein Drehzahlmesser. Das ist wirklich ein toller Mehrwert, während ich das bei dem Modus nicht habe. Aber das ist einfach sehr informativ hier vorne und ich kriege alle wichtigen Infos und das ist gut. Multimedia brauche ich nicht so viel zu erzählen, aber ich glaube, ich habe damals bei meinem Dreier schon was dazu erzählt. Was mein Dreier nicht hat, ist das Kunstleder hier oben und hier oben an den Türen. Der Unterschied ist da nur, das hier ist von der Wertigkeit deutlich besser als das, was ich hier oben beim Armaturenbrett habe. Also da gibt es so einen kleinen Abstrich und auch ganz nett, dass ich hier überall diese Silberelemente mit habe. Also es fühlt sich alles sehr wertig, sehr gut an. Mit dem Innenraum vom Dreier, ich bin hellauf davon begeistert. Nach oben habe ich mehr als genug Platz. Seitlich passt es auch, weil ich komme ja aus diesem Sitz nicht raus. Ich komme im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht raus. So, und wenn man jetzt bin ich in meiner, ich würde so fahren, Position. Dann schauen wir doch gleich mal nach hinten. Oder interessieren dich noch Dinge? Hier wird übrigens Licht geschaltet. Ganz spannend ist, ich habe hier diese Klappe, die wirst du jetzt nur eine Einblendung drauf kriegen. Die ist schwarz. Warum hat man die nicht in dem Kia Lami Orange gemacht, wie den Rest vom Innenraum? Verstehe ich nicht so ganz. Hier unter der Klappe gibt es übrigens Getränkehalter und theoretisch auch die Möglichkeit des induktiven Ladens. Bei diesem 120.000 Euro Auto gibt es leider nicht, weil jemand da das Häkchen vergessen hat. Das ist ein bisschen traurig. Und hier in der Mitte hat man auch noch USB-C. Und die Möglichkeit, da ein bisschen zu laden. Was ist das denn für ein ulkiges Kabel? Wer hat denn hier ein Kabel vergessen? Wer hat denn USB auf Micro-USB? Wer braucht denn sowas? Naja, egal. Ich würde sagen, ich schaue jetzt mal nach hinten. In die Türen passen übrigens große Flaschen. Das ist eine wirklich wichtige Info, wenn man mal eine Sekunde länger unterwegs ist. Und das, was wir gerade gehört haben, war quasi das Lauteste am ganzen M3. So, und jetzt, es ist halt echt so, über diese Wange drüber zu kommen. Und ich glaube, die wird in der Zeit auch wirklich leiden. Ist recht schwer. So. Und jetzt kann man das mal ganz gut sehen. Das heißt, ich habe hier oben diese Öffnung, ich habe aber auch hier unten diese Öffnung. Und dieser Sitz ist von hinten einfach nur wunderschön, was einfach ein massives, tolles Stück Carbon ist. Ich habe hier hinten auch die Belederung an meiner Tür, habe genauso auch die Ambientebeleuchtung und die silbernen Elemente, das geht. Es ist halt nicht so ausgewogen. Das ist eine normale Dreierrückbank, in dem Fall halt noch mit den M-Sicherheitsgurten für 300 Euro extra. So, und dann können wir mal gucken, was gibt es denn hier eigentlich in der Mitte so? Okay, ich habe ein bisschen über... Es gibt keine Mittelarmlehne. Ich bin direkt in meinem Kofferraum. Mhm. Ganz spannend hier, der Stoff an den Seiten ist auch so orange. Ich weiß nicht, ob du es drauf bekommst, das sieht wirklich ganz gut aus. Und die Kopfstützen wiederum sind ja in orange und an den Seiten mit dunklem Alcantara. Also diese Farbkombination ist sehr gewagt, aber auch sehr schön. Hinten separate Klimazone gibt es mit Sitzheizung in dem Fall und zweimal USB-C. Ich habe aber echt gut Platz für die Beine. Also da habe ich mehr als genug Platz. Ich habe auch genug Platz in der Höhe und ich fühle mich da eigentlich ganz wohl. Wobei dieser Sitz hier vorne mit der Möglichkeit so durchzufassen, der schreit ja förmlich nach Sport und Geschwindigkeit. Und das ist halt nicht mein Standard 320D ist, mit dem man unterwegs ist. Und von daher gucken wir doch mal unter die Haube. Zweimal ziehen heißt bei BMW und dann kommen wir der Sache ein bisschen auf die Spur, was es hier so gibt. Hier sieht man ja nochmal, wie toll geformt die Motorhaube ist. Das finde ich, ist wirklich ein schönes Detail und eine nette Sache. Dann ziehen wir einmal auf und wer seine klassische Carbon-Spange, wie ich sie gerne genannt habe, vom Vorgänger erwartet, nee, der wird leider enttäuscht. Wer jetzt erhofft, dass ich hier mal die Motorabdeckung für euch abnehme, wird auch enttäuscht, denn dafür müsste ich die Domstrebe wegschrauben. Won't happen. Nein, das passiert einfach nicht. Und grundsätzlich ist ja bei BMW immer so die Frage, ja, wie viel Zylinder, wie viel Hubraum. Ich habe ja mal diese 8-Zylinder-Zeit. Aber in den M3 gehört aus meiner Sicht ein rein 6-Zylinder rein. Und das passt auch in Reihe natürlich, die 6-Zylinder mit 3 Liter Hubraum. Und dann kann man sich auf zwei Leistungsstufen inzwischen einigen. Das heißt, es gibt 480 und 510 PS. Jetzt ist nur die wichtige Entscheidung, wenn ihr einen Handschalter wollt, dann müsst ihr die Variante mit 480 PS nehmen. Wenn man einen Competition nimmt, hat man automatisch Automatik und kann dann nur entscheiden,
X-Drive oder nicht? Und wenn wir, ja, so wie heute bei sehr widrigen Witterungsumständen unterwegs sind, auf Semislicks. Dann freut man sich natürlich, dass man zumindest den X-Drive mit an Bord hat. Der Hauptunterschied sind aber nicht die 30 PS zwischen den Motoren, sondern 100 Newtonmeter. Das ist wirklich viel. Das heißt, wir haben hier 510 PS, 650 Newtonmeter und ja, wir haben die fetteste Variante mit 1855 Kilo. Das ist wirklich viel für ein Auto, das auch keine Mildhybridfunktionen oder ähnliches hat. Wir müssen auch bedenken, 275er haben wir eben gesagt, vorne 285, hinten. Ich brauche so viel Auflagefläche, so viel Grip, weil ich inzwischen ein großes, schweres Auto habe. 4,80 Meter. Ich frage mich jetzt auch bei diesem Trackpack, wer fährt denn mit so einem Ding wirklich Rennstrecke auf Zeiten oder ähnliches? Sollte ich mir nicht was günstigeres, kleineres, leichteres nehmen? Tim, du guckst so. Ja, also ich glaube, da gibt es viele, wo sowas über die Rennstrecke prügeln. Ja, wenn ich einen habe, dann fahre ich mal auf die Rennstrecke und ich auch so. Aber wenn ich öfter auf der Rennstrecke wäre, um Zeiten zu fahren, wäre das wahrscheinlich, also das wäre dann mein Daily. Aber ich würde wahrscheinlich auf der Rennstrecke was anderes fahren. Nichtsdestotrotz, ich werde 250 schnell, außer man hat das Trackpack bzw. das Drivers Package mindestens an Bord, dann ist bei 290 Schluss. Und bei der Allrad-Variante, so wie hier, geht es in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Der Verbrauch liegt bei 10 Litern. Der Punkt ist, Tim und ich haben es wirklich versucht. Wie gesagt, ihr seht die Schneeflocken um mich rum, wir haben Semislicks drauf, auf einen sehr niedrigen Wert zu kommen. Einstellig schaffen wir nicht. Autobahn waren wir eher so bei 11 bis 12 Liter bei nicht allzu schneller Fahrt. Also ein gewisser Verbrauch ist durchaus vorhanden, dann kann man den Motor jetzt einfach nicht abstreiten. Und wie gesagt, hier vorne fehlt so ein bisschen vielleicht der Carbon-Sex-Appeal, ja, den wir beim Vorgänger hatten oder auch bei der Giulia. Und auch hier vorne haben wir wieder Diskussionsbedarf im Team. Wir haben Nyanda, unseren S55-Spezialisten, also fahren reicht, um Spezialist zu sein. Genau. Wie findest du das optisch hier vorne? Auch wieder gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also meine Carbon-Spange beim S55 hat mir dann noch ein bisschen besser gefallen als jetzt die schwarz relaxierten Stahlrahmen. Und auch genau diese Diskussion, würde ich euch bitten, führt sie auf mein Hut vor. Und auch so der Gedanke, was hält jetzt länger? Ein S55, ein S58? Wir werden es in ein paar Jahren erfahren. Oder ein E46. Erinnert euch an das Video von vorgestern, da hatten wir hier auch alles Carbon. Wir haben eine Riesenhaube ohne Dämmung und Co. Aber hier eben halt nur Blech. Ja, ohne Dämmung und Co. Das Trackpack, was wir jetzt schon öfter angesprochen haben, ungefähr 28 Mal, soll auch 25 Kilo leichter sein, wohlgemerkt, als die Standardvariante. Dann wären wir also bei 1830 Kilo. Es geht vorwärts und in die richtige Richtung. Genau, Leistung, Verbrauch und Co. haben wir mal gehört. Zur Langlebigkeit kann man jetzt noch nicht so viel sagen, außer dass es schon etliche getunte mit sehr hohen Leistungen gibt. Es scheint also ein gewisses Potenzial hier zu sein. Und die ZF-8-Gang-Automatik, die ist wirklich bewährt. Und wer jetzt denkt, aber kann die so viel Leistung ab und Co.? Hellcats fahren auch mit diesem Getriebe. Hellcats lieben diesen Trick. Von daher würde ich sagen, ist das nicht so das Problem. Tim, interessiert dich noch etwas zur Technik? Nee, aber können wir bitte einfach noch im Schnee ein bisschen stehen bleiben? Ist eigentlich gerade angenehm. Findest du es schön gerade hier, ja, im Schnee? Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie gut 0 Grad warme Semislicks bei Schnee und Schneeregen und vereisten Bedingungen funktionieren. Und ja, wir testen halt bei diesen Bedingungen. Wobei ich auch sagen muss, es ist auch eigentlich ganz gut, weil Autos, die in Realität funktionieren müssen, haben halt nicht immer Sonnenschein, irgendeine portugiesische Rennstrecke oder irgendwie sowas, sondern die werden halt auch bei solchen Bedingungen gefahren und müssen auch bei solchen funktionieren. Und sie funktionieren auch. Übrigens ein Nebensatz noch, sowas wie diese Lüftöffnungen und sowas hier, wo wir alle sagen, oh, Design, dies, das, jenes, das ist alles funktional beim M3 und funktional finden wir gut. Los geht's im M3 und jetzt ist es endlich mal ein bisschen wärmer. Das heißt, wir können uns auch eine Sekunde mehr Zeit nehmen. Vorher ein bisschen Holtertipolter, einer Legende gar nicht würdig und bei Supersport denken alle immer an nicht komfortabel. Jetzt steht alles auf Effizienz und Komfort, wenn man Start-Stopp und es ist und bleibt halt eine normale Wandelautomatik. Das heißt, dieses Rangieren, man merkt schon, wie früher auch schaltet,
das ist jetzt auch nicht so laut. Das geht auf jeden Fall alles schon mal ganz gut. Das ist also definitiv auf der Habenseite. Was auch auf der Habenseite ist, wir testen die Autos bei solchen Bedingungen, weil das halt der Alltag ist und sowas müssen die Autos abkönnen. Und ganz spannend ist da auch immer diese Frage, brauche ich denn Allradantrieb in einem M3? Wir haben es heute mal ganz exemplarisch für euch getestet. Also Tim, zeig den Leuten doch bitte mal, was passiert, wenn du mit den Semislicks im Schnee stehst und versuchst anzufahren. Man sieht, das funktioniert jetzt so semi-gut. Im Allradmodus sind wir da ohne Probleme rausgekommen. Natürlich sollte man mit so einer Bereifung auch nicht auf so einem Untergrund landen. Insgesamt ist es aber auf jeden Fall ja durchaus für uns jetzt von Vorteil gewesen. Und ich glaube, wenn man so ein Auto im alltäglichen Betrieb hat, dann lohnt sich das definitiv, ganz abgesehen davon, dass ich halt ja bessere Beschleunigungswerte und Co. habe und so weiter und so fort. Und die Automatik sowieso nehmen sollte, einfach um die 100 Newtonmeter mehr zu kriegen, muss ich sagen, ja, inzwischen gehört es dazu. Ich kann das Ganze natürlich auch einfach abschalten. Das heißt, ich habe mir hier so meine zwei M-Tasten, man sieht auch die verschiedenen Einstellungen, programmiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf meinen M1-Modus gehe, geht der Motor in Sport Plus, das gibt das Fahrwerk auf Sport, die Lenkung auf Sport, aber meine Bremsen bleiben auf Komfort. Und das ist insofern jetzt ganz gut. Das heißt, ich kriege ein bisschen mehr Sound und ich kriege auch so ein leichtes, ganz leichtes Bollern mit dazu, was ich sonst nicht habe, wenn ich nicht in Sport Plus bin. Ich bin aber noch im Allradmodus. Ich habe auch noch mein DSC an. Das ist also für einen eher Deppen wie mich ganz gut, weil ich habe schon einen gewissen Spaß. Aber ich bin noch sicher unterwegs. Ah ja, und ich habe gesagt, sequenziell. PS. Ganz vergessen zu erwähnen, das Auto hat 510 PS. Naja, auf jeden Fall, wir beruhigen uns eine Sekunde. Aber wenn ich jetzt hier auf diese M2-Taste drücke, da sagt mir das Auto schon M2 bestätigen. So willst du das wirklich. Wenn ich das dann bestätige, wird mir gesagt, DSC ist aus. Hier steht jetzt 2WD, also es wird nur die Hinterachse angetrieben. DSC aus, 2WD, alles auf Sport Plus. Ich gehe lieber wieder auf M1, wollen wir ja mal auf Nummer sicher sein. So, und das heißt, man hat sowohl für den sequentiellen als auch für den Automatikmodus diese drei verschiedenen Schaltgeschwindigkeiten und Schaltprogramme. Und wenn ich halt D in der niedrigsten Stufe bin, ist das ein durchaus ja angenehmer Reisepartner, was das Getriebe angeht. Wenn ich sequentiell dritte Schaltgeschwindigkeit bin, dann frage ich mich, warum Doppelkupplungsgetriebe überhaupt ja erfunden wurden. Da ist diese ZF8-Gang schon sehr fix. Und vor allem, man muss auch bedenken, zwischen Rolls-Royce und Hellcat, überall ist dieses Getriebe drin. Und das kann sowas halt auch wirklich gut ab. Ja, da gibt es verschiedene Drehmomentstufen, aber grundsätzlich vom Aufbau her. Und das sind so die Fahrbasics. Dann vielleicht ein, zwei andere Basics. Übersicht ist wie in einem anderen Dreier auch ganz gut. Man sieht die dicken Backen halt im Spiegel und das ist wirklich sexy. Das sind alles jetzt nicht die Einschränkungen. Das Hauptthema von diesem Auto ist, es ist hart, verdammt nochmal. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt auf meinen M-Modus rausgehe, sagt er mir vorne, alles klar, du hast dein Fahrwerk auf Komfort. Nein. Da steht zwar Komfort, aber Komfort ist eine Lüge. Man sollte das von mir aus normal oder so nennen, aber mit Komfort hat das einfach nichts zu tun. Das heißt, Straßen wie diese hier, die einfach wie neu aussehen, nein, da sind Unebenheiten drin. Und das Auto ist da sehr mitteilsam. Ja, und in dem Moment, wenn ich das Ganze halt auf Sport setze, würde es nochmal eine Ecke härter. Das ist jetzt keine Kritik daran, weil ich finde es auch gut, dass zum Beispiel die M-Fahrwerksabstimmung in meinem 320D viel weicher ist als das. Weil ich soll ja dir nochmal sagen, du hast einen richtigen M gekauft. Und vor allem mit der Ausstattungsvariante, diesem Trackback, das Ding soll auch auf der Rennstrecke funktionieren. Das ist völlig legitim, dass er härter ist. Man muss nur wissen, dass es halt so ist. Und das muss man akzeptieren. Genauso auch, vor allem durch die Semis, habe ich halt ein verhältnismäßig lautes Abrollgeräusch. Und die Innenlautstärke ist deutlich höher als bei einem normalen Dreier, obwohl der hier sogar schon die Akustikverglasung hat. Also auch das sollte man einfach so eine Sekunde irgendwo im Hinterkopf sich kurz merken und dran denken. Und dann ist das alles kein Problem. Das sind aus meiner Sicht keine Nachteile, aber ich würde jetzt mal sagen Besonderheiten, wo man halt einfach so ein kleines bisschen ja, mit leben muss. Allgemein Ergonomie und Co. ist natürlich einfach ein Traum. Soundsystem ist ganz okay. Und dann können wir uns ja eine Sekunde noch das Kombi-Instrument anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesen M-Mode gehe,
dann ist es halt so, was höre ich denn schon wieder für Musik? Das ist ja völlig abgefahren, schnell weg. Das heißt, ich kann jetzt gleichzeitig auch sowohl die Settings, die ich habe, sehen, als auch, dass meine Vorderreifen auf 21 Grad sind bei 2,4 Bar. Und lauter solche Informationen, ich kann mir natürlich auch anzeigen lassen, was mit meinem Durchschnittsverbrauch seit Tanken passiert ist, 15 Liter. Oder auch, wie viel Balladedruck ich habe, wie viel Leistung ich gerade abrufe und Co. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Bergaufstück habe und mir denke, oh Mensch, hier könnte ich doch aber mal beschleunigen, dann sieht man, wie gleich diese Anzeige als da. Da so ein bisschen höher geht und wenn man dann noch ein Auto überholen will, dann macht der M3 da ziemlich kurzen Prozess, aber dann kann man auch wieder in den Achten gehen und dann ist das eine verhältnismäßig ruhige Nummer. Also ich habe ja hier die Sound Control. Sound Control ist natürlich schon ein guter Name dafür, weil es jetzt keine klassische Auspuffklappe, wo der Auspuff mir leise oder laut macht, sondern im Endeffekt vieles von dem, was ihr gerade gehört habt, ist ja künstlich. Und da ist es halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber er wird jetzt weder in dem lauten Modus super laut, noch im leisen super leise. Die sind relativ verhältnismäßig nah zusammen. Und aber alle für den Alltag geeignet. Ich meine, es waren wir 90 im 8. Und das ist völlig in Ordnung. Und es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, es ist übertrieben laut. Hat das Auto genug Kraft? Ist es zu schwer? Irgendwie sowas, wenn ich immer so lenke. Natürlich verbirgt er sein Gewicht gut, aber es ist ein 4,80 Meter Auto. 1,8 Tonnen schwer, über 500 PS. Das sind Werte, die hätte man früher in einem M5 erwartet und wäre schon boah gewesen. Inzwischen ist das halt ein M3. Das muss man schon wollen. Und ich stelle mir halt wirklich die Frage, wie viel ist zu viel? Dank Allrad ist die Nutzbarkeit der Leistung wirklich da. Aber jetzt auch hier zum Beispiel, wir fahren jetzt mal bewusst im dritten 50 bergauf. Ich weiß nicht, wie ihr sagt, dass hier 60 wäre, aber hier ist eigentlich machen wir es einfach so. So, sind im dritten so bei 50 und geben mal Gas, dann merkt ihr das? Bei 3000, wieder bei 3000 auf einmal losgeht? Sollen wir langsamer? Wir halten noch gerade niemanden auf und haben noch Platz nach vorne. Also dieses Drehmoment ist einfach nur krank. Das Ding drückt. So. Und früher E46 M3, du hast gedreht, gedreht, gedreht. Warst du irgendwann froh, dass du über 5 kommst und an diesem Bereich zwischen 5 und 7, um dann richtig viel Spaß zu haben? Nee, das Ding schiebt bei 3 schon so krank. Und deswegen ist ja wirklich die Frage, wie viel ist zu viel? Weil im Alltag, ganz im Ernst, bis ich mit den Reifen und dem Fahrwerk bei trockenen Bedingungen auch nur, bis ich sie auf Temperatur kriege, bin ich meinen Führerschein schon los. Und also deswegen hat so dieses Thema, wenn ich ein super schnelles Auto für den Alltag will, was auch noch geil aussieht und innen orange sein kann und haltet euch nochmal fest, wie toll diese Sitze einfach sind, dann ist das natürlich super. Aber auch hier wieder so, ich fahre 75 im vierten, typische Situation, jetzt denke ich mir, ich will 100 fahren. Das ist ein sehr kurzes Vergnügen. Ansprechverhalten ist halt ein BMW. Aber man hat immer so dieses, ihr merkt das, es geht los und dann kommt der eigentliche Schub. Und das ist ja das, was ein BMW M bis zum E90, E92 halt nicht hatte, sondern da kam halt alles auf einmal, aber mehr gab es auch nicht. Und hier ist es halt so, ja, ich tröde bewusst immer, damit wir mal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen können. Machen wir jetzt nochmal eine 3. Verhältnismäßig hohe Drehzahl sozusagen und ihr merkt gleich an mir, wie er schiebt und dann der zweite Schub kommt. Achtung, jetzt. Das Bremsgefühl ist natürlich einfach nur übermächtig. Also man bremst in diese riesigen Carbon-Keramik-Scheiben rein und da ist überhaupt kein Zweifel dran. Und von daher, es ist zu gut. Es ist einfach zu gut für den Alltag und zu mächtig. Und von daher würde ich sagen, da ich zum Glück niemanden aufhalte und der so viel Platz ist, ach Bayern, bayerische Motorenwerke, was für ein Zufall, tappen wir noch einmal richtig drauf, hören uns das an. Und dann sehen wir uns im Fazit.
Teil 2 von unserer Abenteuerserie neigt sich dem Ende zu. Diesmal sind wir mit dem M3 unterwegs gewesen. Kann er das, was wir von ihm erwartet haben? Ja, nämlich alles. Er ist super, super schnell, hat dabei super viel Traktion. In Anbetracht dessen, dass ich hier Schneeflocken habe und Semislicks drauf. Ich habe einen super ergonomischen Innenraum, habe Schalensitze, die einfach nur... Ja, ich würde mir davon ein Bild nehmen, als Poster drucken und Rahmen und irgendwo hinhängen, weil ich sie so gut finde. Und man sitzt auch genauso gut drauf. Also das heißt, er erfüllt das irgendwo. Und er erfüllt auch genau das, nämlich er spaltet Leute mit diesem... Die Leute befinden sich genau hier auf der Seite zwischen nicht so gut und ich brauche das unbedingt. Und das ist an sich schön, dass er so polarisieren kann und halt nicht ganz so glatt ist wie all die anderen. Aber natürlich muss sich auch er irgendwo im Score beweisen. Und da bekommt er jetzt erstmal 5 Punkte für die Anschaffung. Er ist nämlich ein Tick teurer als die Giulia. Wobei ich sagen muss, ich habe beide Autos mal so konfiguriert, wie ich Bock drauf hätte. Da hätten wir hier 110 und hier 105.000 Euro stehen. Denn ja, ich hätte das Track Race Paket nicht mit an Bord. Aber kriegt auf jeden Fall einen weniger. Gleichstand bei dem Thema Unterhalt. Er verbraucht mehr als die Giulia. Dafür sind Ersatzteile grundsätzlich günstiger. Man muss aber auch davon reden, wir reden bei beiden von neuen Autos mit Garantie und Co. Deswegen kriegen sie da so viele Punkte. Natürlich ist so ein Auto nicht günstig im Unterhalt, wenn du es in 10 Jahren kaufst und dann Ersatz für die Keramikscheiben brauchst. Eieiei, an dem Tag möchte ich nicht in der Nähe von der Person sein. Beim Thema Platzangebot gibt es 7. Ich habe ein bisschen mehr Platz als in der Giulia, vor allem halt auf der Rückbank. Und auch Tim im Kofferraum hat es da eine ganze Ecke bequemer. Dafür gibt es beim Komfort aber weniger, nämlich nur 5 Punkte. Das Ding kann hart, härter und rennstreckenhart. Aber dieses ganz Weiche und auch etwas Leisere, was eine Giulia kann, nein, kann er einfach nicht. Dafür kann er halt eins, nämlich in Deutschland sehr beliebt sein. Jeder will doch mal einen M3 haben. Von daher gibt es ganze 8 Punkte für den Wiederverkauf. So ein Ding wird man immer los. Macht 32 Punkte für den Kopf. Genauso viel wie bei der Giulia. Er muss es also beim Herz rausreißen. Beim Design, ich weiß nicht, Tim, was würdest du dem Auto eigentlich geben? Hier sage ich 9 Punkte. Ich habe 8 gesagt. Ich sage nämlich bei all den Autos, die so spalten. Ich habe auch beim Multipla 8 gesagt, weil auch da sagen die Leute, oh, ist voll das geile Auto oder ist voll dumm. Also ich sag, viele Menschen urteilen über diese Niere, obwohl sie sie noch nie in echt gesehen haben. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja. Hast du was dagegen, wenn ich ihm trotzdem nur 8 gebe? Ja, ist okay. Sehr gut, das wollte ich hören. Bei Thema Fahrspaß gibt es auch 8. Natürlich, auf einer Rennstrecke hätten wir viel mehr Spaß mit dem Ding. Aber wir sind auf normalen Straßen unterwegs, als normale Menschen. Und da ist halt das Ding, du bist in dem Moment, wo du denkst, oh, geiles Auto, guckst du auf den Tacho und denkst dir so, wow, 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 ich hatte damit nichts zu tun. Und das ist halt so ein kleines bisschen das Problem. Deswegen auch beim Fahren schon die Frage, wie viel ist eigentlich zu viel? Und ich bin der Meinung, es ist zu viel. Sehr viel gibt es auch bei der Ausstattung. Da gibt es jetzt 8, also mehr als bei der Giulia. Ich habe sowas wie ein Head-Up-Display auf jeden Fall mit an Bord. Das Thema hier ist aber eher, ich muss für alles extra bezahlen. Ich habe hier ein 120.000 Euro Auto, was mein Handy nicht induktiv laden kann, was mir keine toten Winkel anzeigt, was keine Rückfahrkamera hat, was nicht mal das Laserlicht hat und ähnliches. Das heißt, du kriegst alles. Und alles kostet Geld. Beim Klang gibt es dann 7 Punkte. Es ist halt nicht das, was ich von einem M-Reihen 6er irgendwo erwarte, wie so ein E46. E46 CSL. Tim, du musst jetzt noch mal was einblenden von dem Material, was wir haben. Sowas kriegt man hier halt nicht. Das ist anders, ein bisschen künstlicher. Er klingt gut, aber halt eben anders. Und zu guter Letzt wäre dann noch das Image. Und da gibt es dann ganze 9, weil es ist ein M3. Und ein M3 ist die Legende, ist der Maßstab. Dieses Auto kann noch so gut sein. Es muss sich an diese messen. Und alle denken erstmal, dass dieser besser ist. Apropos besser sein. Jetzt haben wir 40 Punkte. Und das macht uns somit 72. Also haben jetzt beide 72. Das heißt eigentlich, wir haben die Frage, welches Auto besser ist, überhaupt nicht geklärt. Gut, dass in den nächsten Tagen, je nachdem wie der Tim im Schnitt so vorwärts kommt, auch noch ein Vergleichstest online kommt. Und der geht bis 1.000 Punkte. Und dann klären wir ein für alle Mal, welches von diesen Autos besser ist. Ihr könnt also eure Wetten jetzt platzieren und wir sehen uns im nächsten Video.